Herzlich willkommen zum Ostergottesdienst 2021 der katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian. Ich freue mich, mit Ihnen diese Andacht gemeinsam zu feiern. Letzte Woche haben wir noch Palmsonntag gefeiert. Viele Palmzweige wurden geschmückt, um Jesus begeistert in Jerusalem zu empfangen. Und mit Palmsonntag hat die Karwoche begonnen, die dann darin endet, dass wir die Auferstehung unseres Herrn Jesu Christi feiern dürfen. Und dazu lade ich Sie nun herzlich ein, in der nächsten Stunde dieses gemeinsam mit uns zu tun. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Mit dem Gründonnerstag beginnen wir das österliche Triduum, das heißt die drei Tage vom Leiden und Sterben Jesu, und sie sind der Höhepunkt des Kirchenjahres. Viele werden mit dem Gründonnerstag natürlich die Einsetzung des letzten Abendmahles, der Einsetzung der Eucharistie verbinden. Und ohne Frage sind Brot und Wein Zeichen dieses Abends, dieses letzten Abends Jesu. Jedoch erzählt uns das Tagesevangelium etwas anderes, ein anderes Zeichen, das Zeichen der Fußwaschung. Dieses kommt nur im Johannesevangelium vor. Fußwaschungen sind für den Orient oder waren im Orient auch nichts Besonderes. So wie wir heute uns vor dem Essen die Hände waschen, wurden vor dem Essen die Füße gewaschen. Man wollte den Dreck nicht in der Wohnung haben. Doch eines ist bei dieser Fußwaschung, bei dem letzten Abendmahl Jesu besonders, so vieles hier besonders ist. Der Meister, Gastgeber, er wäscht die Füße der Gäste und nicht der Diener und der Sklave. Ich möchte Ihnen gerne ein Bild vom katholischen und schon verstorbenen Priester und Künstler Sieger Köder zeigen und mit Ihnen darüber meditieren. Vielleicht kennen Sie es schon, es trägt den Titel Fußwaschung. Wir alle wissen, welche zwei Personen hier drauf zu sehen sind: Petrus und Jesus. Jesus macht sich klein, er beugt sich. Das hat er schon ganz am Anfang seines Lebens gemacht. Er hat sich heruntergebeugt zu den Kleinen und Schwachen, zu denen, die auf dem Boden liegen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und jetzt beugt er sich auch noch vor seine Freunde und Jünger hin und er wäscht ihnen die Füße. Müsste es nicht andersherum sein? Dem Meister müssen die Füße gewaschen werden. Aber Jesus übernimmt diesen Dienst, der eigentlich den am Rande Stehenden, den Sklaven, zukommt. Er delegiert ihn nicht an jemand anders. Er tut es selbst. Es ist eine Geste der Demut und noch mehr, Ausdruck seiner Liebe, der göttlichen Liebe und ein Zeichen seiner Hingabe bis in den Tod. Petrus ist erstaunt, irritiert, ja bestürzt. Was ist bloß mit Jesus los? Er wäscht ihm die schmutzigen, staubigen Füße. Er dient ihm? Jesus, sein Meister, sein geliebter Herr, sein Vorbild? Nein, das ist zu viel. Er wehrt sich dagegen, er hebt die linke Hand und sie steht in der Mitte des Bildes wie eine Mahnung. Niemals sollst du, Herr, mir die Füße waschen. Petrus versteht nicht oder kann er es nicht akzeptieren? So viel Liebe und Hingabe, in seinen Augen zu viel Gutes. Zu viel der Liebe und Hingabe, er ist es nicht wert. Seine rechte Hand hat Petrus auf Jesus gelegt und seinen Kopf neigt er zu ihm. Es scheint so, als ob er in Jesus hineinhören will, ihn besser verstehen, warum er das macht, woher er das alles nimmt. Die Quelle seiner Liebe spüren. Wo nimmt Jesus diese Liebe her? Es ist eine zärtliche Geste, eine zugewandte, die Petrus Jesus dort entgegenbringt. Jesus entgegnet seiner Abwehr. Wer sich seiner Liebe nicht hingeben kann,
der hat an ihm keinen Anteil, der hat keine Verbindung zu ihm. Warum will Petrus die Liebe Jesus nicht? Warum lässt Petrus sich nicht den Liebesdienst einfach gefallen? Er ist blockiert, er ist zu formal, er kann der Liebe keinen Raum geben durch gesellschaftliche Zwänge. In der Schüssel ist das Gesicht Jesu zu sehen, im Schmutz und Dreck der Erde das Gesicht seiner Liebe, der Liebe Gottes, müde, gealtert und traurig. Jesus ist auf unserem Bild ganz hineingeben in seine, ihm den Tod, uns aber lebensspendende Liebe. Diese Liebe Jesu muss bedingungslos angenommen werden. Nur so kann sie fruchtbar im Leben jedes Einzelnen werden. Brot und Wein sind in einer Achse mit dem knienden Jesus zu sehen. Das Weiß seines Gewandes und das Weiß des Tischtuches zeigen die Verbindung. Das, was hier in der Fußwaschung geschieht, geschieht auch in der Eucharistie. Radikale Selbsthingabe. Brot und Wein auf dem Tisch und die Fußwaschung gehören zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Die radikale Liebe Jesu wird in Brot und Wein zeichenhaft gefeiert. Aber sie darf nicht beim Feiern stehen bleiben. Sie muss im Leben konkret werden. Da er die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. So leitet der Evangelist Johannes das letzte Abendmahl und die Fußwaschung Jesu ein. Die Fußwaschung ist für den Evangelisten ein Bild für das ganze Leben Jesu. Nun fragen wir uns, wo lassen wir der Liebe keinen Raum, lassen sie nicht fließen, klammern uns an die Formalitäten. Unsere eigenen Gesetze fesseln uns. Aber wir wissen, dass wir bei Gott immer willkommen sind und seine Liebe uns nicht ablehnt. Wenn wir unsere Fehler, unsere Unvollkommenheit einsehen und umkehren, dann können wir Jesus in den Arm nehmen und versuchen, seine Liebe zu spüren. So wie Petrus. Fragen wir uns nun, wollen wir Jesu Liebe annehmen? Wo war ich wie Petrus? Wo habe ich nicht im Sinn der Liebe Jesu gehandelt? Ist mein Herz bereit? So wollen wir vor Gott und unseren Schwestern und Brüdern bekennen, wo wir Gottes Liebe abgelehnt und nicht gelebt haben. Dazu beten wir ein Gebet des evangelischen Theologen Jörg Zink. Wir nehmen einander die Liebe weg, die du uns geschenkt hast, damit wir glücklich seien. Wir machen einander das Leben zur Hölle. Wir fügen einander Gewalt und Leid zu. Wir belügen und missachten einander. Wir beuten einander aus und missbrauchen einander. Wir bleiben einander das Vertrauen schuldig, das du in uns gesetzt hast. Wir trennen uns voneinander und zerreißen das Vertrauen, das unser Leben glücklich machen sollte. Vergib uns unsere Schuld. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Thank you.
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Dieses Zitat, das Oscar Wilde zugeschrieben wird, gefällt mir ganz gut, denn es ist so positiv. Es passt zu einer positiven Haltung zum Leben und es passt auch zu einer christlichen Hoffnung auf Auferstehung. Mir gefällt diese Einstellung zum Leben und auch ich lebe aus der christlichen Auferstehungshoffnung heraus. Aber trotzdem gehe ich nur sehr sparsam mit diesem Zitat um, denn ich finde, es passt nicht in jede Situation hinein. Zum Beispiel nicht in diese. Jesus bittet seine Freunde, bleibet hier und wachet mit mir. Dass sie das nicht tun, das wissen wir. Dass Jesus am nächsten Tag gekreuzigt wird, das wissen wir auch. Heute stehe ich hier unter dem großen Kreuz in unserer Kirche St. Katharina. Denn ich möchte dieses Kreuz mitnehmen in unseren Ostergottesdienst hinein. Wir feiern nicht nur Ostern, wir haben in den letzten Tagen auch ganz intensiv an die letzten Stationen in Jesu Leben gedacht, die er vor der Auferstehung erlebt hat. Wir haben an den Einzug in Jerusalem gedacht, wir haben an das letzte Abendmahl gedacht, das er dort gefeiert hat und auch an seinen Tod am Kreuz. Ich persönlich finde das ganz wichtig, auch dorthin zu schauen, aufs Kreuz zu schauen, auf das Leiden zu schauen. Denn Leid gehört nicht nur in Jesu Leben hinein, es gehört auch in unser Leben hinein. Und wir können es nicht einfach wegreden, indem wir sagen, am Ende wird alles gut. Denn wir stehen ja nicht immer schon am Ende. Wir stehen ja nicht immer schon an dem Punkt, an dem dann endlich alles gut ist. Wir stehen ganz oft in unserem Leben auch hier, unter dem Kreuz, wenn wir trauern, wenn wir verzweifeln oder wenn wir scheitern. Wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, hey, Kopf hoch, am Ende wird alles gut, da fühle ich mich nicht ernst genommen. Wenn aber jemand kommt, der sagt, was für ein Mist, wie unerträglich ist dieses Leid? Ja, dann bin ich ernst genommen. Jesus hat gelitten und ich glaube, er fand es unerträglich. Und mit ihm mitgelitten haben viele Menschen, die bei ihm waren, als er gestorben ist. Und auch für die war es, glaube ich, unerträglich. Aber es war nicht das Ende. Auch das Volk Israel hat viel Leid erfahren. Doch in diesem Leid fühlte es sich stets von Gott begleitet und getragen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nahe rückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose, »Was schreist du zu mir?« Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du, heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus
und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sangen: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Die Feier der Osternacht beginnt mit dem Osterfeuer. Feuer spricht uns Menschen ganz archaisch an. Feuer ist eine der zentralsten Errungenschaften der Menschheit. Vor Hunderttausenden von Jahren hat der Mensch die Fähigkeit erworben, Feuer zu machen. Dies war so bedeutsam, dass man diesen Vorgang als den Schritt aus dem Tierreich in das Menschsein beschreiben kann. In der Dunkelheit der Nacht muss dem Menschen das Feuer wie ein Glanz aus einer anderen Welt vorgekommen sein, der nicht nur Licht, sondern auch Wärme spendet. Auch heute kann das Feuer in uns Menschen die Sehnsucht nach dem wecken, was über uns hinausgeht. Das Osterfeuer ist deshalb das Symbol für Jesus, der für uns das Licht der Welt ist. Bei unserer Taufe heißt es, dass Christus das Licht der Welt uns erleuchtet. Wir Christen sollen als Kinder des Lichtes leben. Die Deutung des Feuers als Symbol für Jesus Christus setzte sich vor ungefähr 1000 Jahren durch. Zunächst war das Feuer gedacht, um den Winter zu vertreiben und den Frühling und das Wiedererwachen der Natur zu begrüßen. Dabei stand das Feuer auch für die Sonne, den Mittelpunkt des menschlichen Lebens. Diese Gedanken ließen sich leicht auf Jesus Christus übertragen. Wie mit dem Feuer das Licht die Finsternis besiegt, so siegt Jesus Christus über die Dunkelheit des Todes. Dabei ist es nicht unbedeutend, dass beim Entzünden eines Feuers ursprünglich Feuersteine benötigt wurden. Ausgerechnet aus dem totesten Material, das wir Menschen kennen, aus toten Steinen, werden Funken geschlagen, die ein Feuer entzünden, das Licht, Wärme und lebendige Flammen bringt. Gibt es denn dann überhaupt auf der Welt irgendetwas, von dem man sagen dürfte, es sei endgültig tot? In der Osternacht wird die Osterkerze am Osterfeuer entzündet und in einer feierlichen Prozession in die dunkle Kirche getragen. Zuvor wird das Feuer mit folgenden Worten gesegnet: Segne dieses Feuer, das die Nacht erhält, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass in Ihnen die Sehnsucht nach dem unvergänglichen Licht entflammt wird, das Sie ins ewige Osterfest führt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Thank you.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitmenschen, es gibt sehr dunkle Momente in unserem Leben und im Leben dieser Welt. Über ein Jahr leben wir jetzt schon mit Corona. Viele Menschen sind gestorben, noch mehr krank geworden. Und uns allen geht es ganz schön auf den Keks, diese vielen Einschränkungen. Für uns Katholiken und Katholikinnen im Erzbistum Köln ist es anderweitig eine schwere Zeit. Manchen fällt es vielleicht sogar in diesem Jahr Ostern schwer, Halleluja zu rufen. Sie möchten sich lieber in Grund und Boden schämen angesichts der Ereignisse in unserer Kirche. Dass Geistliche und andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kirche ihren Beruf dazu missbraucht haben, Kinder und Jugendliche zu missbrauchen, ihnen für ihr Leben lang Schaden zuzufügen und die Schwierigkeit, das aufzuklären, da wahrhaftig zu sein und transparent. Und die Klimakrise, um ein anderes Beispiel zu nennen, ist durch Corona nicht aufgehoben, höchstens nicht mehr Thema Nummer eins. Aber ich weiß von vielen Menschen aus unserer Gemeinde und vielleicht kennen Sie auch welche in Ihrem Umfeld, die ganz persönlich Dunkelheiten erleben und erlebt haben. Verlust von lieben Menschen durch den Tod, durch Trennung. Oder bei anderen ist es eine schwere Krankheit, die sich eingestellt hat. Wieder andere, auch zum Teil im Zusammenhang mit Corona, erleben wirtschaftliche Probleme. Wie auch immer, Dunkelheit kennen wir alle. Aber wer und was kann mir helfen, wenn es dunkel ist? Christlicher Glaube verdrängt da nichts. Bevor wir überhaupt Ostern feiern, kommt der Karfreitag. Wir denken daran, dass Gottes Sohn selbst für uns am Kreuz gestorben ist. Gut so, möchte ich sagen. Denn wer selbst keinen Dreck gegessen hat, der kann anderen da nicht raushelfen. Wer nicht selbst die Dunkelheit des Lebens kennt, wie soll der Licht verbreiten? Deshalb beginnt auch die Liturgie der Osternacht in der Dunkelheit. Das ist ganz wichtig. Aber wir bleiben nicht im Dunkeln. Er erhellt die Dunkelheit, indem er bei uns ist und mit uns ist und als Erster auferstanden ist. Und darum ist ein erstes wichtiges Zeichen in der Osternacht das Licht, die Osterkerze. Auch bei der Osterkerze ist es so, dass das Leid nicht verdrängt wird. Schauen Sie mal, in der Mitte das Kreuz, Zeichen für sein Leiden. Aber das Kreuz ist hell geworden, es strahlt, wunderbare Farben. Er hat die Dunkelheit durchbrochen für uns. Er möchte, dass es uns wieder gut geht. Er möchte, dass wir das überwinden, was uns so sehr bedrückt. Und das von Anfang an. Darum der erste Buchstabe des griechischen Alphabetes, das Alpha. Und bis zum Ende unseres Lebens, bis zum Ende dieser Welt, darum der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, das Omega. Und nicht nur am Anfang und am Ende, gerade heute in unsere Dunkelheit, möchte er dieses Zeichen setzen. Im Jahr 2021. So bezeichnen wir die Osterkerze. Und damit es ganz klar ist, dass der Auferstandene auch der Gestorbene ist und der Triumphierende auch der Leidende, darum bezeichnen wir diese Osterkerze mit
seinen Wundmalen. Sie erinnern sich vielleicht, die Dornenkrone ganz oben, das Herz, der Lanzenstoß in der Mitte, die Hände und die Füße. Der Auferstandene behält die Wundmale, aber jetzt ist es nicht mehr einfach dunkel. Jetzt scheint sein Licht in der Dunkelheit. Am Feuer der Osternacht wird die Kerze entzündet. Und es geschieht noch etwas. Sie wird Gott geweiht. Das Leben, das Sterben und die Auferstehung seines Sohnes, die Dunkelheit und das Licht werden in die Gegenwart Gottes gebracht. Das heißt Weihe. Und wir tun das mit einem weiteren Zeichen, dem Weihrauch. Und nach wird das Licht verteilt. Alle Gläubigen haben eine kleine Kerze. Und im Laufe des Jahres alle Täuflinge eine etwas größere, die Taufkerze. Damit auch in ihrem, in unserem Leben, im Leben der Welt und der Kirche von heute, durch alle Dunkelheit hindurch seine Hoffnung schimmert. So wie der Priester es nach der Weihe der Osterkerze ausruft: Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, frohe Ostern. Thank you.
Lasst uns Fürbitten halten. Wir beten zu Gott, unserem Vater, der Jesus Christus aus dem Tod ins Leben auferweckt hat. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Segne unseren Papst und alle, die ihn in der Leitung der Kirche unterstützen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Stärke die Christen, die ihren Glauben unter Verfolgung bekennen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Sei den Christen im Heiligen Land bei ihrer Feier von Ostern nahe. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gib den Politikern Kraft und Ausdauer in ihrem Bemühen um den Frieden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Tröste alle, die trauern oder deren Leben voller Leid ist, und nimm unsere Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Unser Gott und Vater, in der Taufe hast du uns Anteil an Tod und Auferstehung Jesu Christi gegeben. Lass das österliche Leben in uns wachsen und Frucht bringen, sodass wir unsere Vollendung finden in der Ewigkeit deines Reiches, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, Brot und Wein auf unserem Altar. Tut dies zu meinem Gedächtnis. So hören wir es in jeder Eucharistiefeier vom Bischof oder vom Priester, wenn die Gaben gewandelt werden. Brot und Wein auf dem Altar. Jesus Christus hat, bevor er verraten, verhaftet, verurteilt und gekreuzigt wurde, mit seinen Freunden, mit den Jüngern noch einmal zusammengesessen und gegessen und getrunken, um die Freundschaft zu zeigen und zu festigen, um die Lebensfreude zu zeigen. Dafür steht der Wein, um zu zeigen, dass wir Brot brauchen, um zu leben, dass wir etwas zu essen haben, dafür hier auf dem Altar das Brot. Durch die Wandlung geschieht es dann, dass wir uns ernähren dürfen, dass wir uns sättigen dürfen an dem Wort Gottes, an dem Leib Christi, an der Nähe von Christus, sodass es so ist, dass wir in jedem Gottesdienst feiern Tod und Auferstehung, irdische Vergänglichkeit und das Leben. Dafür nehmen wir Brot und Wein auf dem Altar als diese zwei Zeichen des Irdischen, die gewandelt werden in das Fleisch und das Blut Christi, in das Himmlische, um uns die Ewigkeit zuzusagen und zu versprechen. Wir tragen den Geist des österlichen Jesus Christus in uns. Als Söhne und Töchter Gottes bitten wir, wie er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In meinen Händen halte ich einen Krug mit Wasser. Wasser ist kostbar. Dies haben uns die vergangenen Sommer gezeigt, in denen es monatelang nicht geregnet hatte. Auf einmal musste man sich Gedanken darüber machen,
ob man weiterhin den Rasen wässern sollte, damit er nicht in der Hitze verdorrt, oder ob man vielleicht sparsamer mit dem Wasser umgehen sollte. In manchen Gegenden wurde es tatsächlich verboten, mit dem knappen Wasser weiterhin Pools zu befüllen oder den Rasen zu sprengen. Wasser ist gefährlich. In Wasser kann man ertrinken. Das spüren die vielen Flüchtlinge am eigenen Leib, die immer wieder versuchen, ihre unsichere Heimat zu verlassen und über das Meer in Sicherheit zu fliehen. Wasser ist lebensnotwendig. Der menschliche Körper besteht, je nach Alter, zu etwa 70% aus Wasser. Wir sollten täglich etwa 2 Liter Wasser trinken. Ohne Wasser verdurstet man durchschnittlich nach 3 bis 4 Tagen. Auch in der Kirche hat Wasser für uns eine besondere Bedeutung. Wenn wir eine Kirche betreten, haben wir vor der Pandemie unsere Hand mit Weihwasser benetzt und uns mit dem Weihwasser bekreuzigt. Das Weihwasser erinnert an unsere Taufe. Nur aus der Verbindung von Wasser mit den Worten „Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ wird aus dem Täufling ein Christ. Jesus wurde mit dem Wasser des Jordans getauft. Das komplette Untertauchen im Fluss symbolisiert den Tod. Das Wiederauftauchen bedeutet, man ist von seinen Sünden reingewaschen und auferstanden und wird auch nach dem leiblichen Tod bei Gott im Himmel weiterleben. In der Osternacht feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus, der den Tod am Kreuz überwunden und dadurch uns alle befreit hat. In der frühchristlichen Kirche wurden erwachsene Taufbewerber nach einer langen Vorbereitungszeit in der Osternacht getauft. Das wird auch heute immer noch gerne gemacht, auch wenn es schon seit vielen Jahren üblich ist, im Säuglings- und Kindesalter das ganze Jahr über zu taufen. In der Osternacht erinnern wir uns an unsere Taufe. Das Taufwasser wird geweiht. Wir erneuern unser Taufversprechen und wir werden mit Weihwasser besprengt, während wir das Lied „Fest soll mein Taufbund immer stehen“ singen. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Auferstehung. Wenn du meinst, es geht nicht weiter, steh auf. Wenn man dir sagt, es gibt keine andere Möglichkeit, steh auf. Wenn gesagt wird, das musste ja so kommen, steh auf. Wenn du meinst, es gibt keine Zukunft, steh auf. Wenn du kein Leben mehr in dir spürst, steh auf. Wenn alles im Alltag zur Routine erstarrt, steh auf. Wenn du nicht mehr aus den Rollen kommst, in die du gesteckt wurdest, steh auf. Wenn man dir befiehlt, etwas gegen deine Überzeugung zu tun, steh auf. Weil dir dein Leben lieb ist, steh auf. Weil du nur einmal lebst, steh auf. Weil du nur träumst und deinen Träumen traust, steh auf, weil es geht, wenn du es willst. Steh auf. Und so helfe uns beim Aufstehen und segne uns, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
zwar schön, aber lustig war es jetzt eigentlich nicht. Ja, lustig? Ich meine, es war ein Gottesdienst. Was hast du erwartet? Ja, es war ein Ostergottesdienst, also Ostern, Erlösung, das Leben. Das sollte doch irgendwie ein bisschen fröhlicher sein, oder? Gibt es nicht auch dieses, dass man an Ostern lachen soll? Ach ja, dieses Osterlachen. Ja, genau. Gut, das gab es aber, ja gut, das gibt es. Vom 14. bis 19. Jahrhundert gab es sowas, ne? Das habe ich gelesen. Und schade, dass man jetzt nicht mehr lachen soll. Ja, es gibt einige Kollegen, die auch jetzt noch das Ganze wieder aufgreifen. So wie wir jetzt drüber sprechen, ist das immer wieder Thema mit dem Osterlachen. Ne? Ja, klar, es geht darum, Jesus hat den Tod besiegt und wir können den Tod auslachen und wir sollten eigentlich... Ja, ich finde, das sollte man machen. Können. Ja, ja. Ja. Aber wie war das denn damals mit dem Osterlachen? Was haben die denn gemacht? Ja, schon heftige Witze, glaube ich, teilweise erzählen, oder? Ja, okay. Ach, Witze ja. Erzählen. Ja. Gut, ja. Tja, gut. Ach, guck mal, hier liegen ein paar. Ja. Komm. So ein Zufall aber auch. Ja, wir nehmen diese Witze, die hier liegen. Ja, klar. Aber ich ziehe mir jetzt erstmal das Gewand aus. Ja. Kurz noch. Ich setze mich hier hoch. Ein Tourist möchte mit der Fähre über den See Genezareth fahren. Sagt der Fährmann, das macht 50 Dollar. Darauf der Tourist, Mann, das ist aber teuer. Wieder der Fährmann, ja, über diesen See ist auch Jesus zu Fuß gegangen. Der Tourist resigniert, kein Wunder, bei den Preisen. Schade, dass jetzt keiner lacht, ne? Ja, ist echt schade. Lars, können wir das irgendwie so hinterher noch so einbauen? Ja, das läuft. Okay, super. Dann erzähle ich den nächsten. Der Pfarrer beginnt den Gottesdienst, klopft ans Mikrofon und sagt, da stimmt etwas nicht. Darauf die Gläubigen, und mit deinem Geiste. Katholische Privatschule, Internat, Essensausgabe. Die Schüler stellen sich brav in einer Reihe an. Eine Schale voller Äpfel steht dort. Eine Nonne klebt einen Zettel auf die Schale, nimm dir nur einen, Gott schaut zu. Noch weiter vorne wartet ein großer Stapel Schokokekse. Ein Schüler kritzelt dazu auf einen Zettel. Nimm so viel du willst, Gott überwacht die Äpfel. Ein Rabbi, ein Imam und ein Pfarrer treffen sich zum interreligiösen Dialog und tauschen sich aus, wie sie mit der Kollekte umgehen, was sie vor Ort behalten und für andere weitergeben. Da sagt der Imam, nun, ich ziehe einen Kreis in der Moschee, werfe alles Geld nach oben und sage, Allah, was im Kreis ist, behalten wir hier. Alles über den Kreis hinaus ist für dich. Sagt der Rabbi, machen wir so ähnlich. Ich ziehe eine Linie in der Synagoge, werfe die Kollekte hoch und rufe, Jahwe, alles, was links runterkommt, behalten wir. Alles, was rechts ist, ist für dich. Sagt der Pfarrer, ihr habt ja gar kein Gottvertrauen. Ich werfe alles hoch und sage, Gott, alles ist für dich. Wenn du aber in deiner Güte uns etwas geben willst, dann lass es wieder runterkommen. Ein altes Ehepaar stirbt zufällig am selben Tag. Gemeinsam kommen sie zum Himmelstor und werden von Petrus empfangen. Er macht mit ihnen eine Rundfahrt durch die himmlischen Gefilde. Bei einer Villa halten sie an. Ihr wart immer gut zueinander und habt fest im Glauben gestanden. Die Villa gehört euch. Die beiden sind beeindruckt. Der Mann aber macht sich Sorgen. Wer soll denn das große Grundstück pflegen? Ich etwa? Nein, beruhigt ihn Petrus, ein Gärtner gehört natürlich dazu. Und wer putzt die Fenster? Fragt die Frau. Petrus antwortet, bitte machen Sie sich keine Sorgen, eine Hausgehilfin, eine Köchin und ein Butler gehören selbstverständlich zur Ausstattung Ihrer Villa. Da schaut der Mann seine Frau an und sagt, du immer mit deinen Herztropfen, das hätten wir schon vor 10 Jahren haben können. Hier, das ist mein Lieblingswitz. Ein Mann kommt ganz aufgeregt zum Zahnarzt. Herr Doktor, Sie müssen mir helfen. Ich glaube, ich bin eine Motte. Der Arzt daraufhin etwas verwirrt. Oh je, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Ich bin Zahnarzt. Der Psychiater hat gegenüber seine Praxis. Daraufhin der Mann. Ich weiß, aber bei Ihnen war das Licht an.
Pfarrer Funke, Pfarrer Hohmann, Alexander Grüder, Bina Vermegen und Eva Merks sind in einem Flugzeug, bei dem der Treibstoff ausgegangen ist. Es sind aber nur 4 Fallschirme.